So, ich wurde jetzt tatsächlich auch unter dem letzten Video gefragt, ob ich stricke, weil ich da ja gesagt habe, ich bin Wolle kaufen gegangen. Nee, ich stricke nicht, sondern ich häkel tatsächlich. Und das ist auch so Zufluchtsort, würde ich sagen. Beziehungsweise das ist einfach mein neuestes Hobby, das ich aber auch schon seit über einem Jahr, glaube ich, durchziehe. Die erste Sache seit Ewigkeiten, wo ich mal wieder richtig dranbleibe, weil das ist so ein Punkt bei mir, ich gebe immer recht schnell auf oder ich bin ziemlich schnell auch gelangweilt von Dingen und habe immer so neue Flusen im Kopf, die ich machen will. Und dann mache ich die und dann wird es mir wieder langweilig, dann fange ich wieder was Neues an. Tatsächlich ist das Häkeln jetzt, wie gesagt, seit über einem Jahr so eine Dauerbegleitung, beziehungsweise eskaliert auch eher. Wie man auch hier sieht, das sind alles Häkelprojekte. Hier liegt was, also die ganze Wohnung ist eigentlich auch voll mit Wolle. Der Jonas kriegt immer schon ein bisschen die Krise. Überall liegen angebrochene oder angefangene Häkelprojekte, wie zum Beispiel jetzt diese große Tasche. Das ist auch so ein Projekt gewesen, das ich mal vor ein paar Wochen gemacht habe und jetzt fehlen da aber noch die Henkel. Die versuche ich jetzt, aber das Coole am Häkeln ist einfach für mich, dass ich mich ausprobieren kann, Erfolge sehe, weil wenn ich jetzt die ersten Dinge anschaue, die ich gemacht habe und die neuen Dinge, da ist dann auch schon eine Entwicklung und das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil ich da so die Kreativität ausleben kann, die ich lange Zeit verloren habe. Und deswegen freue ich mich extrem, dass ich dieses Hobby wieder habe, auch wenn mich Jonas schon die Häkelmausi oder Oma nennt. Ob es klappt oder nicht? Ich gehe jetzt doch noch eine Runde laufen. Wir haben, glaube ich, noch so um die 26 Grad. Und es ist wahrscheinlich auch völlig bescheuert, was ich jetzt mache. Aber ich habe irgendwie voll den Drang, rauszugehen, mich zu bewegen, weil ich den ganzen Tag in der Wohnung bin. Und es ist ja auch viel zu warm für die zwei hier, wie man sieht. Wir waren gerade im Garten, Krümel ist gerade ausgebüxt. Der ist nämlich der Katze hinterher und hat ein Loch im Zaun gefunden. Deswegen ist er hier gerade so ein bisschen aufgedreht und es ist ihm auch einfach zu warm hier. Deswegen, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, ist es zu warm, jetzt mit denen laufen zu gehen. Und dadurch, dass ich jetzt hier echt noch einen Koller kriege, gehe ich jetzt noch eine Runde laufen. Und auch wenn es nur 10 Minuten sind, aber ich habe so den Drang jetzt gerade, mich noch zu bewegen, rauszugehen. Ich sag's euch. Das war so geil. Ich habe meine längste Runde jetzt gemacht. Das lief so gut, auch mit kleinen Hügeln, dass ich jetzt zum Schluss dann nochmal zwei extra Runden auf dem Parkplatz gemacht habe. Ich mache das ja jetzt so seit, ich glaube, 3-4 Wochen und das war jetzt die beste. Jetzt geht es zurück zu den Doggies und ich muss erstmal ausschwitzen. Ich glaube, wir haben Samstag. Wir sind, glaube ich, alle drei super, super platt. Es ist einfach ultra warm. Deswegen bin ich auch wieder mit Wecker sofort früh aufgestanden und habe die zwei geschnappt. Es muss jetzt einmal auf jeden Fall sein, damit vor allem Krümel sein großes Geschäft macht, weil wir haben da so einen kleinen Nicht-Heim-Kacker. Der macht einfach nicht im Garten sein großes Geschäft und deswegen geht man auf jeden oder müssen wir auf jeden Fall einmal immer am Tag mit ihm ganz raus. Mir ist aber auch aufgefallen, vor allem weil sein Stuhlgang jetzt sehr trocken war, dass er viel zu wenig trinkt. Und jetzt habe ich mal gedacht, ich mische so ein bisschen unser Geheimmittel, das Fleischgewürz, unter das Wasser. Hat leider wieder nur bei Phoebe gewirkt. Deswegen werde ich jetzt für heute, weil heute wird es noch mal heißer als gestern, für die beiden gleich eine Schleckmatte vorbereiten. Dann habe ich hoffentlich Glück mit, dass er Wasser zu sich nimmt, dass sie sich abkühlen können und auch so ein bisschen Beschäftigung haben, weil wir ja eben nicht viel raus können. Okay, okay, machen wir. Das ist witzig. Oh, ich bin ja auch noch da. Und ich habe hier was für euch. Was in diesem Paket ist, werden diejenigen, die uns schon länger verfolgen, auf jeden Fall kennen. Denn letztes Jahr hatten wir bereits auch eine Kooperation mit Buffaway. Und dieses Mal wird sich hier sogar etwas ganz Besonderes verbergen. Denn es ist das Phoebe's Adventures Aktionspaket. Was in diesem Paket ist, zeigen wir euch jetzt. Denn ihr könnt am Schluss auch noch was gewinnen. Woohoo. Also wir freuen uns mega, vor allem ich, um euch nochmal so ein Dankeschön auch für die letzten Videos und Kommentare zurückzugeben, denn wir haben eine Anfrage von Buffaway bekommen, ob wir denn nicht eine Box zusammenstellen könnten mit den absoluten Lieblingsprodukten von Phoebe und natürlich auch Krümel. Und aus diesem Ganzen wurde jetzt eben dieses Sparpaket und eigentlich auch ein perfektes Starterpaket für euch, falls ihr... Bestandteil Nummer 1, unser liebstes Bestechungsmittel, die guten Hühnerherzen. Zweiter Bestandteil ist auf jeden Fall unser Wandersnack. Und von denen gibt es auch ganz viele verschiedene Sorten. Der größte Bestandteil natürlich Cow-Snacks. Einmal nicht stinkende Ochsenzimmer, super Rinderkopfhaut und Knoppelringe.
Das hier ist der letzte Bestandteil, aber auch für mich der wichtigste, also All-Time-Favorite. Unser Lebensretter in den Situationen wie Urlaub, heiße Tage und allgemein, damit sie fressen. Dieses Paket findet ihr jetzt auf Barfaway und in diesem Paket sind wirklich nur die Produkte drin, die wir tagtäglich nutzen, die wir immer brauchen. Der Paketpreis ist natürlich ein besserer Preis, als wenn ihr euch das einzeln kauft. Und mit jeder Bestellung, die in einem Shop getätigt wird, nehmt ihr wieder an unserem Gewinnspiel teil. Teilnahmebedingungen findet ihr hier unten. Und jetzt wünschen wir euch noch ganz viel Spaß mit dem folgenden Vlog und viel Glück. Und es war auch in der Tagesklinik tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Gerade wenn man so ein bisschen unter Depression oder so leidet, dann ist immer ein großes Ding die Kreativität, handwerkliche Dinge. Deswegen war ich da schon richtig froh, dass ich da schon mit so einem Hobby in die Tagesklinik reingegangen bin und da keine Hemmungen hatte. Und jetzt zusätzlich auch dieses Joggen, das ich wiedergefunden habe, das tut mir sehr, sehr gut. Aber was mir echt schwerfällt, ist, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Wenn ich jetzt häkel, was ich sehr, sehr lange und sehr viel mache am Tag, läuft eigentlich immer nebenher irgendwas auf dem iPad oder auf dem Fernseher, weil ich immer zusätzlich mich berieseln lasse. Die Decke, die ihr ja schon ein paar Mal gesehen habt auf unserem Sofa, das erste große Projekt. Dann ging es über zu diesen ganzen Taschen, die man hier auch im Hintergrund sieht. Jetzt aktuell versuche ich gerade auch zum Beispiel so einen Kurzarmpulli für meine Mama zu machen. Dann hatte ich jetzt auch Projekte wie zum Beispiel so Hundetücher, Halstücher. Also ich probiere mich extrem aus, auch an unterschiedlichen Wollen. Falls euch das interessiert, dann kann ich natürlich da auch gerne mal ein bisschen mehr zeigen, weil das eigentlich so das größte Thema ist und ich liebe es auch mittlerweile einfach Wolle einkaufen zu gehen. Das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ist auch wieder so ein Thema, was mir voll hilft, an dem Selbstbewusstsein und an dem Selbstwert zu arbeiten, weil ich eben Erfolge sehe und...